Guck, morgen Jungs und andere, die schon auf den Fukuhila-Stream warten. Bald ist es soweit. Renegade RP hat mich entbannt, also freut dich auf dieses komplett kranke, fußlose, fettleibige, haarwachstumsbenachteiligte, überhaupt nicht diskriminierende Gold-RP. Und ansonsten nicht vergessen, für den Fukuhila-Stream gerne in den Discord joinen. Und wie immer ein Like oder ein Abo dalassen. Und kommentiert doch gerne mal Fußgurke für mich. Einfach nur zu zeigen, dass ihr Füße habt und ich nicht. Henry Gurke. Oh, mein Kopf, das mache ich nie wieder. Ich habe so fest Druck in meinem Kopf aufgebaut. Warte, ich muss gerade die Stirn runzeln, damit ich keine Kopfschmerzen kriege. Oh, kennt ihr das Gefühl oder hab nur ich das? 5M! Der wahre Druck in meinem Kopf. Was ist denn Bateman-RP? Neuer Server, keine Einreise. 16 Spieler. Join mir mal diesen Kack-Server ohne Einreise. Die haben ja nicht mein Profilbild richtig, Digga. Die sind ganz, ganz frisch. I'm sorry, don't leave me. Sowas ist geil, sowas ist epic, sowas ist heiß. Wenn wir ein paar Sprichwörter schauen. Morgenstund hat Gold im Mund, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das ist ein Sprichwort? Ich werfe den Leuten Sprichwörter in den Kopf, so viele, bis sie nicht mehr aufhören können. Nachname Gurke, Vorname Henry. Schauen wir erstmal, wo der Fukuhila ist. Chung, haben sie eventuell irgendwo einen Fukuhila gesehen? Ah, nee, passt schon, ich hab ihn. Viel Spaß dir doch, ne? Ich hoffe, du hast eine tolle Einreise. Karriert-Schuh. Was hast du gerade gesagt? Hast du mich schon verstanden, ne? Karriert-Schuh. Ey! Ah! Okay, okay, bleiben Sie ruhig! Super Idol der Showroom, Dominik的天. Ja, besser, du verlässt das Ganze. Oh. Nummer und, ey. Ich gehe mir das allererste Mal in einem Video den normalen Weg nach unten, weil ich schon zu viel Damage kassiert habe. Fühlt sich komisch an. Ich mach das nie wieder. Nimm mal den billigsten Wagen, oder? Let's go. Zeit auswählen. 30 Minuten kommen. Der ist ja leise. Elon, hast du den hergerichtet hier, Mensch? Mr. Dev, where the mask is. Vorsicht! Mensch, wie fahren sie denn, ey? Aussteigen oder es knallt, ey? Ah, es knallt das so. Alles klar. Ich glaube, ich kenne den Herrn. Hä? Bitte was? Keine Das sind Pissnaken. Der Herr, haben sie zufällig was Spezielles? Ja, ja, eine spezielle Gurke in meiner Hose. Die ist sehr schleimig, wenn du anfassen willst hier. Also für mich schlagt die ganz sicher nichts raus. Ich bin nichts wert, wisst ihr? Ich bin einfach nur ein Mensch. Ich bin einfach nur ein Dude, der Obdachlose in der Stadt. Ich gammel noch durch und sauf Alkohol, wisst ihr? Der Herr, wie heißt das eigentlich nochmal auf den speziellen Medien? Penner Petra. Penner Petra. Ganz normal. Einfach alle Penner Petra einmal abonnieren bei den speziellen Medien, die er gesagt hat. Mann, Penner Petra. Es geht aber gar nicht, Penner Petra. Ich hab's eigentlich sogar weiblich gemacht, weil ich für Feminismus bin. Digga, ich leck dir die Klöten. Bitte, wir machen jetzt ey, da ist der Sheriff! Okay, lass uns den Sheriff bumsen. Warte mal, ey, ich muss ganz aussteigen. Sheriff! Ich hab keine Munition, Jungs. Alles gut, ich schieb's danach auf euch. Aber wer Muni? Ja, aber wieso schießt? Warte mal, wie war die Frage? Warum du schießt? Warum ich schieße? Deswegen! Ich brauch deinen Wagen, dankeschön. Sohn von uns ist nicht nett. Das ist ein anderer gewesen, ey, das ist nicht cool. Gerade nicht, wenn es ein Medic ist. Medic auf dem Motorrad, ich verstehe. Geh in die Suppe, ne? Ja, dann geh mal in die Suppe, das ist kacke, dann krieg ich kein Content. Ein Reisequiz? Ich bin entbannt worden. Ich probier's mal aus. Kann ja nicht schaden, ne? Ich bin einfach wieder noch auf Renegade entbannt. Ich weiß nicht, wie irgendeiner von den Admins hat bestimmt mein Video gesehen, mich entbannt. Ich küsse dein Herz, wenn du das siehst, Diggi. Ich kann ihn einfach immer noch spielen, ey. Alright, back in the business. Renegade, I'm back, ohne Füße. Ich lauf auf Stumpen. Hello, was geht? Ah, das ist Officer. Entschuldigung, Officer. Ich habe eine kleine Frage. Könnten Sie mich eventuell zum Würfelpark Nein. jetzt fahren? Sie sind doch Freund und Helfer. Ja, frag den anderen, der da steht. Entschuldigung, Officer, nutzen Sie eigentlich nur diese Garage gerade eben aus, um Ihr privates Auto zu tunen? Nein. Warum ändert es dann einfach schlagartig die Farbe? Ist Ihr Auto Michael Jackson oder was? Aber sehr lieb zu euch, setz mich schon mal rein. Ist ja Leder. Wir wissen schon, dass Leder eigentlich Tiermord ist, oder? Das ist Sklaverei, was du gerade genannt naja, hast. Ja, ich habe keinen Schwarzen daheim, ja. Steigen Sie mal bitte aus, ich fahre Sie in einem anderen Auto. Ja, ja, ich finde das auch ein bisschen illegal, was Sie hier machen. Also, kriege ich Ihren Namen bitte einmal? Also, ich weiß ja nicht. Vielleicht kann man Sie ja irgendwie melden. Officer. Was ist los? Einmal Ihren Namen bitte. Ich schreibe dir mir jetzt sogar auf. Abu Aziz. Abu Aziz. Okay. Also es gibt eine Beschwerde, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das auch komplett legal. Ich informiere mich da einfach und ansonsten gibt es eine Beschwerde. Steigen Sie einmal bitte aus. Ich bin sofort bei Ihnen. Nö. Sie wollen mich hier nur raus haben, damit Sie losfahren können hier. Wenn Sie mir das Angebot schon stellen hier, dann fahren Sie mich auch. Ich komme in genau eine Minute hier hin. Ich glaube Ihnen kein Wort. Fahren Sie mich zum Würfelpark. Ich schwöre es Ihnen. Ich glaube niemanden, der seine Haare blond färbt als Mann, ja. Können Sie jetzt einmal bitte aussteigen, sonst fahre ich den nirgends vorhin. Sie fahren mich natürlich dahin, hallo? Sonst kommt die Beschwerde schneller an Ihren Boss, als wie Sie sich vorstellen können. Ich fahre Sie, aber nicht mit diesem Auto. Lassen Sie mich kurz woanders hin. Warum denn nicht mit diesem Auto? Was ist denn falsch an diesem Auto? Ah, Sie haben es da getunt, wo man es nicht tunen darf. Und Sie wollen jetzt Beweise. Aus meiner eigenen Sicherheit werde ich hier einfach drin bleiben und Sie fahren mich damit. Darf Sie damit nicht rumfahren. Steigen Sie einfach aus. Ich fahre Sie in einem Pedile-Fahrzeug. Nein, Sie fahren mich in dem. Ende aus, Basta. Ich lasse mir auch da nichts einreden hier von so einem Lappen wie Sie. Dann fahre ich nicht. Ja, dann steige ich auch nicht aus hier. Dann können wir uns aber wenigstens romantisch machen, wenn wir schon hier zusammen chillen, ein Date haben. Ja, auf einmal können Sie doch damit fahren, ne? Sieh mal an, wer nachgegeben hat hier. Fahre Sie nicht mit dem Auto. Oh, wie Sie mich mit diesem Auto fahren werden. Wollen Sie nicht lieber in der S-Klasse damit fahren? Nein, wer braucht S-Klasse? Ich habe einen geilen Ferrari hier. Steigen Sie aus. Okay. Ist das ein Taser? Kommen Sie mit.
Kann ich dir was fragen? Nee. Ich rede nicht mit ihm, sondern mit ihm. Ja, du siehst so basic aus. Ich weiß nicht, ob du mit irgendjemandem reden solltest. Klär erstmal deine Schuhe, Junge, wenn du was redest. Erklär erstmal deine Stimmen, wenn du ruckelst. Einfach unglaublich. Wie soll man irgendwas verstehen, was du daher nuschelst? Wollt mal fragen, wo ich mein Auto abmelden kann? Die Treppen hoch und bei der Dame mit dem Altmuskel. Okay, danke. Ja, ja, alter Mann. Und sie müssen mal ihre Füße irgendwo wieder herbekommen. Das war der Vietnamkrieg, was soll ich sagen? Und das muss jetzt das PD-Auto sein, dass sie mich hier da hinfahren oder was? Ja. Geht sonst ihr Status kaputt oder was? Klar. Ich kann sie auch einfach woanders hinfahren. Ja, sie sollten ihre Füße entfernen und einfach meinen Kult beitreten für 5 Euro im Monat. Ah, nee, hier wollte ich nicht hin, da hinten wollte ich hin, da hinten zum Parkplatz. Wenn sie das noch einmal benutzen, möchte ich sie tasern. Achso, was habe ich denn benutzt? Da, was habe ich denn benutzt? Da, da, SOS, SOS, okay, okay, okay. Einmal ganz ruhig bleiben, ja? Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß. Ja, ja, viel Spaß, Digga, was war denn das gerade eben? Sir, was war das gerade eben? Sir, einfach Bedrohung von meinem Leben, oder was? Ja, du warst Schwannilecker. Oh, wow, wow, ganz vorsichtig, hier, Großer. Vorsichtig? Ja, du wolltest mich gerade überfahren. Du hast auf der Straße, du Vogel. Nein, Digga, du hast mich einfach beide überfahren, du siehst mich doch. Ich glaube, du siehst nicht richtig, guck mal, wo du stehst. Digga, bist du blind oder so? Ich bin offensichtlich pink und blau auf der Straße, das ist okay. Du solltest vielleicht nicht einfach auf der Straße laufen. Nee, du solltest mal ein bisschen aufpassen, hier können Menschen jederzeit auf der Straße laufen. Siehst du überhaupt diesen roten Streifen da hinten? Das ist, wenn die Leute die Straße überqueren. Warum hast du eigentlich keine Füße, Junge? Ich hab mich im Krieg verloren und jetzt wollen sie mich deswegen schänden, oder wie? Ich tritt dich gleich in den Arsch, wo damals mein Fuß war. Oh Gott, das ist Glatze. Auf der Straße auf gar keinen Fall direkt. Ist halt in Ordnung, dass hier irgendwelche Zivis irgendwelche Drohungen aussprechen? Wir haben, ey, ich muss los. Oh. So normal scheint das jetzt nicht gewesen zu sein für dir. Meister, wenn ich will, sitzt du gleich auf irgendeinem Flugzeugträger. Jetzt gehen wir nicht auf den Sack. Wow, 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 wenn du mich willst, dann nehme ich mir deine Füße. Den habe ich gezeigt. Oh, also. Dass du dich mit deinen fetten Beinen überhaupt noch so bewegen kannst. In Ordnung. Ich gebe auf wie dein Vater an dir. Man sieht sich. Ein bossmäßiger Abgang. Da hören sie auf mich zu verfolgen. Ich habe nichts für sie. Sorry, das war aus Versehen, wissen sie. Dankeschön. Gut gemacht. Entschuldigung, ich suche das MD. Meister, kannst die Karre behalten, wenn du willst. Aber fahr mich einmal nur kurz zu meinem... Ja, wo ist der? Ist er am MD? Da muss ich nämlich hin. Ja, der ist am MD. Okay. Alles klar, danke. Da war kein Jaro am MD. Nicht ein bisschen Jaro war da zu sehen. Das war alles beschnitten. So wie dein Kopf beschnitten aussieht, Digga. Du hast doch auch eine Glatze, du Spaß. Dich, bei mir war es aus gesundheitlichen Gründen. Du machst es aus Style-Zwecken. Ja, bei mir auch. Du hast mehr Haare am Kinn als wie auf dem Kopf. Ey, Jungs, lasst euch nicht einjullen. Der labert irgendeine Scheiße schon die ganze Zeit. Macht er gerade bei jedem. Okay. Es ist irgendein Jaro, der mich die ganze Zeit irgendwo dazu zwingen will, ihn irgendwo hinzufahren. Jetzt kauft er sich sogar eine Waffe, damit ich es tue, wisst ihr. Ich bin einfach ein bisschen zu badass dafür. Wollte ich mein Knife haben? Oh, krieg ich dein Knife? Kannst du es borrowen? English, motherfucker, do you speak it? Dann gib mir her. Ich borrow die Scheiße. Oh, dankeschön. Schnell wieder ins Auto. Bruder hat mir mein Lambo geklaut. Das ist absolut unwahr. Das ist mein Lambo. Dann mach mal auf und zu. Digga, warum sollte ich? Ich muss dir nichts beweisen. Vor allem nicht jemanden, der nicht mal sein Essverhalten unter Kontrolle hat hier. Wie? Schauen Sie sich an, der will schon die ganze Zeit bei mir einsteigen, obwohl er nur scheiß Obdachloser ist. Wird mir stinken, wenn ich jetzt Glatze tragen würde, aus modischen Gründen. Oh, dann... Boah! Na, das doesn't matter, Der hat einfach ihm Muni gegeben! Dieses Auto hört sich aber schon fantastisch an. Kann ich dich irgendwas fragen? Was? Hast du eventuell so ein Repair-Kit oder sowas, um mein Auto zu reparieren? Ich kann nicht aussteigen, hab die Schlüssel verloren. Wie hast du Schlüssel verloren? Ja, ich hab die einfach fallen lassen. Oh, ich muss rein, fahren Sie! Was ist das für ein Affe, Digga? Glatzenaffe! Ja, also meine Schlüssel sind quasi kurz runtergefallen, auf meinen Eiern gelandet, die haben die dann gegessen und deswegen hättest du halt so ein Repair-Kit ganz kurz und mir das Auto halt... Wenn dir Geld geben, dann kannst du es reparieren. Es ist lustig, ich kann nämlich nicht ganz aussteigen, wissen Sie, weil wenn ich aussteige, ja, ich halt hab... Ja, ich hab gerade kein Rap-Kit. Du hast ein Auto, weißt du? Wär direkt so um die Ecke so, wissen Sie? Die haben auch grüne Haare, also denke ich, dass sie nicht viele Freunde haben, deswegen könnte ich ein Freund von ihnen werden, wenn sie wollen. Ja, doch, von dort. Ah, sie meinen im Unicorn oder was? Ja. Die ganzen Transmänner da drin, alles klar. Oh, ich muss wieder weg. Drive-by! Oh, okay, hier hast du deine Karre! Hier hast du deine Karre! Grüner, hilf mir! Die wollen mein Leben! This is big brain time. Ich will keine sehen, komm! Oh, halt mal, Fenster, wie kannst du überhaupt rennen? Meine Mutter hat mir Essen gekocht, deswegen. Bleib stehen! Komm her! Oh mein Gott. Okay, ja, ja, geh lieber runter! Geh lieber runter! So eine Nenne. Trau dich! Ah, nein, ich schieße! Okay, alles gut, ich komm runter! Ja, Bruder, gay. Richtig gay bist du, ne? Emrik, kannst du ihm auch sagen, wenn er wach wird, dass er nicht andere Leute das Auto klaut? Vor allem nicht von Chains. Scheiße, einfach dick und doof haben mich gekillt, ey. Ich kann's nicht fassen. Ja, trag mich, du wandelnde Enttäuschung. Oh, ist er richtig voll hier. Holy shit, ist er richtig auch. Okay, um das Licht zu sehen. Soll ich eh halten? Ja, anscheinend halten. Wird mir zwar nie gesagt, aber mache ich einfach. Okay, I'm back again. Ah, guten Tag. Hallo? Siehst du ihn? Oh, ich glaube, die Glatze hat gerade das Bewusstsein verloren, aber was geht? Du hast eine Glatze, Schloch. Wen nennst du hier? Schloch. Siehst du, er hat gerade das Zeitliche gesegnet und wenn du uns nicht dasselbe erleiden willst... Wo sind deine Füße?
Wo ist dein normaler Bauchumfang, hä? Wo ist dein Schwanno? Hast du den überhaupt schon mal gesehen, wieder unter den ganzen Fett, den du da trägst hier? Was nimmst du zurück? Nein, ich nehme gar nichts zurück hier. Was nimmst du zurück? Okay, Biggie, ich nehme das zurück. Ich nehme es zurück. Ich sehe schon, ich sehe schon. Ich nehme es absolut nicht zurück. Kannst du vergessen, Digga. Glücklich, dass du hier bist, okay? Ja, ja, sei glücklich, dass du hier bist, Digga. Nicht, dass du schon deine Herzmuskulatur einfach komplett versagt hast. Nimm den Penis aus dem Mund. Nimm den Big mit aus dem Mund hier. Warte mal, geh mal kurz zur Seite. Ich will dir was fragen. Bist du von Chains, oder? Ey, Obdachloser, pass auf, wenn du hier boxst hier. Halt's Maul. Also, wenn sagst du eigentlich hier, halt's Maul, also, was soll denn der Scheiß jetzt? Was ist schon wieder los bei dir? Digga, du hast blaues Haar, du sagst zu mir, halt's Maul. Das sind keine blauen Haare. Das sind keine blauen Haare. Ach, hast du auch eine Glatze oder was? Nein. Das sind keine blauen Haare, Digga, natürlich sind das blaue Haare. Du darfst dich dafür schämen. Das sind keine blauen Haare. Digga, du hast sowas von blaue Haare. Sir, hat der blaue Haare oder nicht? Lass mich schauen, Moment, dreh dich mal um. Ja, dreh dich um, Fetzer, komm. Das ist blaue Haare, ganz genau. Danke, dass sie mir da zustimmen. Auf jeden Fall, blaue Haare. Ja, Digga, du kannst wieder zurück ins Mittelalter, Doktor, Digga. Mich nicht mehr fett, okay? Sagt man nicht. Das sagt man nicht. Ja, natürlich, absolut Fettshaming geht gar nicht, oder? Doktor, habe ich recht? Fett ist absolut in Ordnung für die körperliche Gesundheit. Halt's Maul, bitte. Ach, halt du da doch dein Maul, Digga. Der Einzige, der zuhört, ist der McDonalds-Angestellte, wenn er deine Bestellung aufnimmt. Die ist ganz schön lang, mein Freund. Da kann ich dir ehrlich sein. Du bist ziemlich frech dafür, dass du schon auf dem Boden lagst. Ach so, lag ich auf dem Boden. Ich erinnere mich nicht dran, wissen Sie? Wie war's denn? Erzählen Sie mir mal davon so. Du warst einfach frech und hast einfach direkt eine... Ach. Ja klar, wahrscheinlich bist du wieder angerollt, oder? Digga, mit dem mach ich gleich Sisyphus. Deine Beine bilden. Das habe ich im Krieg verloren, Junge. Hab mal ein bisschen Respekt hier. Ich habe für dich und deine Eltern gekämpft. Also ich bin mir gerade ziemlich sicher, hast du das Auto tieflegen lassen oder was? Oder ist es erst so, seitdem du eingestiegen bist? Kayo, bleib hier. Wie nennst du hier Kayo, Digga? Lieber Glatzer, als statt ich mir jemals Männer dort machen lasse. Oder hör du doch auf, Digga, werd mal ein Mann. Was würde dein Vater dazu sagen, ja? Deine Fresse, ich zwing dich so. Als Maul, du hast ja auch Männer, du, mit dir rede ich gar nicht hier. Mensch, hat sie nur weiß gefärbt, denkt er ist ein Mann jetzt. Oder du hast gar keine Haare. Ey, f*** dich, den hab ich im Krieg verloren. Sei mal ein bisschen respektvoll, wie kann man nur so ein Mensch sein? Oder. Ja, okay, willst du jetzt irgendwie Stress anfangen? Ja, eben. Soll mal runterkommen, Digga, der ist 4 auf 180. Ey, Glatze, wo hast du dein Auto eigentlich hin? Ich hab noch eine Kugel im Kopf, Junge. Weil ich frage, wo dein Auto ist oder was? Wenn du die Scheiße da vorne Augen nehmen würdest, würdest du auch sehen, wo der steht. Ah, da ist er ja. Der sieht ja absolut scheiße aus, Digga. Nee, den würde ich nicht fahren. Oder geh doch einfach bitte zum Kleidungsladen, mein Junge. Wie heißt du? Das sag ich dir ganz sicher nicht, Digga. Du bist ja der unprofessionellste Doktor, möchte gern hier. Okay, Bruder, warte. Ich liebe dich. Nein, ich liebe euch alle, aber ihr könnt mich mal. Ich geh jetzt. Ich habe langsam ein Gefühl, dass er mich bannen möchte oder sowas. Ja, du wirst mir niemals hinterherkommen, wenn du Lolli bist. Ja, schau in den Horizont, vielleicht findest du deine Gehirnzellen da wieder. Ah, da haben sie mich gerade in den Rollstuhl verfrachtet, das ist nicht normal. Ich wollte nie in einen Rollstuhl, hallo? Liegt daran, dass sie keine Füße haben, der. Nein, das dürfen sie nicht. Nein. So, er setzt mich aus dem Rollstuhl. Ich habe nicht 20 Jahre gelernt, wie man auf Stumpen läuft, nur damit sie mich jetzt in den Rollstuhl setzen müssen. Ich würde aufpassen, wie du redest. Ich würde aufpassen, wie du redest, Digga. Du hast ein Fake-Samurai-Schwert auf deinem Rücken drauf, Digga. Das ist ja peinlich. Ah! Gleich die scheiß Luft aus deinem Rollstuhl, Junge. Und dann setze ich dich auf den Flugzeugträger irgendwo vor Puerto Rico. Ja, dann fliege ich zu deiner Mutter und frag sie mal, ob sie stolz auf dich ist. Sie wird höchstwahrscheinlich nein sagen. Crazy, du bist ein richtiger Mann, Alter. Danke, damit du es auch mal mitbekommst, Digga. Dein Vater hat dich ja verlassen. Verpiss dich, ich bin im Rollstuhl, ihr kennt mir gar nichts. Leck mir die Eier. Man sieht sich, es ist bergab, ihr Hunde. Ich kann nicht aufhören, es hat keine Bremsen. Wenn ich sage, steh bleib, dann bleibst du stehen, Digga. Oh, ey, bleiben Sie mal ruhig hier. Oh, gleich 2 Medics auf einmal. Ich brauch mal ganz kurz Pillen. Oder gibt keine Pillen. Hallo, ey. Sie fassen mich bitte nicht an, sondern die Scheiße. Da will man einmal Pillen kaufen und dann sowas. Oder der Schwerverletzte hat keine Füße nicht, oder? Weißt du, Glatze, ich hab ab und zu das Gefühl, du bist mein einziger Freund hier. Die anderen hassen mich aus irgendwelchen komischen Gründen. Ja, würde ich mich mal fragen. Ist das wie in echt, oder was? I'm a clown. Ey, du kannst mich jetzt auch nicht verlassen, Kollege. Provozierst, Dad? Was provoziere ich denn? Ich rede nur nochmal, hallo? Wenn Sie wieder gesund sind, dann dürfen Sie sich hier nicht aufhalten. Sehe ich aber gesund für Sie aus? Ich habe einen Krückstock. Ich glaube, ich brauche hier noch ganz dringend Medizin. Sie brauchen eher einen Rollstuhl. Ja, du brauchst einen Rollstuhl, denn so wie du aussiehst, solltest du eigentlich ganz bestimmt nicht gehen können, du fettes Stück. Ja, warum so frech? Ich rede mit dir ganz normal. Nichts Hausverbot. Sir, ich habe Schmerzen. Alle Abstand von dir. Ja, ganz genau. Abstand einfach alle. Wir machen einfach ein Bermuda-Dreieck. Komm mal raus, oder schnell, Alter. Komplett. Okay. Komm raus. Ich bin so ein Sack. Wenn euch das Ganze gefallen hat, nicht vergessen, ein Like oder ein Abo dazulassen. Ich bin euer Henry Gurke. Ich hoffe, euch hat das Video sehr gefallen. Es war alles nur zu Humorzwecken. Jungs, bitte nichts persönlich nehmen. Ich küsse euer Herz. Henry, du bist einfach hart. Du bist so hart wie die fucking Jesus-Box. Ja, ich weiß nicht, was ich heute wieder mache. Bitte schreib mir, ich gebe nicht.